benötige ich auch auf das Ausgleichgewicht auf der linken Seite fehlt ja. Wenn Sie sehen, der hat rechts so eine riesengroße Tonne dran und links fehlt das Ausgleichsgewicht. Man hat gerade gesehen, dass man das unter das Ausgleichgewicht nicht fliegen kann. Wir haben am Boden gekracht. Und Sie sollen halt mal seine Flugfähigkeit überprüfen, ob er überhaupt flugfähig ist. Ja. Ey, der... Der spritzt auf der hinteren Dusche jetzt. Sie können auch die Hände in meine Hose legen. Wir als ADFCler haben keinen Flugschein. Also wie die Medics keinen Flugschein haben. Ich habe auch keinen, der gehört zur Grundausbildung. Aha, richtig. Nee, ja, der gehört zur Grundausbildung. Der hat den Pfeffer begraben. Wieso müssen wir dann als Polizisten einen Flugschein machen? Richtig, wieso besitzen dann die anderen Helfer keine Flugpapiere? Ich meine, gibt es da nicht irgendwelche Vorschriften nach DUNM-Norm, dass sie gegebenenfalls flugtauglich sein müssen? Ich meine, genau auch als Arzt. Ich meine, es kann ja sein, dass sie versehentlich mal einen Herzanfall kriegen und eventuell, ja, abstürzen. Ja, das kann aber nicht. Ah, er ist gerade so pissig. Also könnten Sie bitte einmal den netten Herrn hier vom von der Pannhilfe einmal überprüfen, ob er überhaupt flugfähig ist, weil wir haben so ein bisschen Verdacht, dass er leicht verwirrt ist, weil er halt links die Winkelausgleich mal so vergessen hat bei dem Helikopter. Die ist doch zu Hause. Kommen Sie bitte mal kurz ran. Herr Pannhelfer. Wenn er es macht. Warte. Ich kann zu Hause in der Küche. Ja, sieh dein Heli ein. Ist Ihr Ausgleichsgewicht nicht in der Küche? Ach, hat er gemerkt, dass wenn einer drin sitzt, dass er sich beschlagnahmt werden? Ja, aber ohne Winkelausgleichgewicht darf er das Fluggerät da nicht benutzen. So, jetzt Herr Elmo. Warum dürfen Sie denn dann ohne Ausgleichsmasse in diesem Bauch hier langlaufen? Sie haben doch auch keinen riesigen Rucksack auf dem Rücken. Wieso Bauch? Hier ist kein Bauch. Das ist alles sexuelle Schwungmasse und Samenstränge. Ja, mag sein, aber das zieht doch trotzdem nach vorne. Da müssten Sie doch hinten auch ein riesengroßes Fass auf dem Rücken haben. Sehen Sie nicht sein Arsch? Ja, sehen Sie nicht, gucken Sie mal, ich habe einen dicken Hintern. Das ist bei uns. Ja, sprechen Sie nicht über den Herrn Spritzwasser. User joined the channel. Wir haben einen dicken Bauch und einen kleinen Hintern. Gemobbt wird hier nicht. Ich melde mich nach, also Barnaby. Ich bin erstmal raus heute. Ja, vielleicht kann der Medic sie ja auch mitnehmen, dass sie für links eine Winkelausgleichsmasse organisieren, wie wir schon gesagt haben, noch so ein Fass und wir befüllen ihm sogar das Fass. Mit Polizei. Also wollen Sie jetzt von den gelben Engel die Frau abfüllen oder wie ist das jetzt? Wie meinen Sie das jetzt? Nein, der nette Herr soll eigentlich nur eine Winkelausgleichsmasse hier an seinen Helikopter anbringen. Ohne das darf er den Helikopter nicht weiterfliegen. Nee. Aber er weigert also sich strikt. Ja, er sollte, wie gesagt, eigentlich mal zu seinem Punkt, wo er halt eben noch so ein Fass hat. Er kann ja auch mal fragen, ob da hinten eventuell der nette Herr von der Tankstelle, der Pächter, vielleicht noch ein Fass hat. Und dann kann er das ja links hinten anbringen. Dann ist ja das Winkelausgleichsgewicht wieder vorhanden. Können Sie nochmal von vorne anfangen? Ich habe nicht ganz zugehört. Können Sie aber bitte den Herrn hier untersuchen? Der hat bestimmt einen Sonnenstich. Nein, ich bin gut dehydriert und gut gefüllt mit Donuts. Keine Bange, ich hab keinen Sonnenstich. Aber Sie sollten wirklich sich mal, wie gesagt, für links Winkelausgleichsmasse besorgen. Geben Sie mir bitte mal einen Donut, sonst falle ich hier oben tot. Ja, kein Problem. Warten Sie kurz, wollen Sie einen mit Schokofüllung, mit Kakaofüllung, mit weißer Sahne, dunkler Sahne, brauner Sahne? Nein, Spritzwasser, danke. Zu warm für Kaffee. Normaler Donut reicht mir schon. Dankeschön. Na, bitteschön. Da haben Sie mal einen Donut bekommen. Wir sind ich spreche Sie beim Vornamen an, Herr Spritzwasser. Was wollen Sie denn? Dann ist die Ausweis falsch gedruckt. User joined your channel. Gehen Sie zum Pächter und fragen danach, ob Sie da Winkelausgleichsmasse bekommen. Ohne diese Winkelausgleichsmasse also lassen Sie sich nicht mit dem Helikopter abgeben. Oder er geht sich halt eine Frau kaufen, je nachdem. Ich meine, vielleicht die Einteiler. Schön, Sie bitte. Das war gerade der Donut von gestern Abend. Sie sagen, ich soll mich während des Dienstes, soll ich für eine Prostituierte anlachen? Nein, das habe ich nur gesagt. Aber vielleicht kann man sich ja eine Freundin irgendwie hier... organisieren. Ich meine, wenn Sie Ihr Beinchen raushalten, Ihr behaartes Beinchen, User left your channel. Vielleicht hält jemand an, der als Winkelausgleichsmasse dienen möchte. Nein.
Ja, dann so lange dürfen Sie mit dem Helikopter nicht starten, ohne Winkelausgleichsmaß auf der linken Seite. Sind wir ein bisschen nach Zwickmühle? Herr Dr. Winter, können Sie den nicht alle irgendwie so ganz kurz betäuben für 10 Minuten? Ich glaube, ich kann das nicht. Ich habe das Heroin nicht dabei. Verdammt. Nee, ich hab normalerweise, ich weiß nicht wohin. Nee, ich hab das nie dabei, nee, Medizin. Nee. Alles vom Medizin und Zwecke. Ja. Nee, nicht das Medizinisches. Recht euch. Kaffee macht auch süchtig. User joined your channel. Dann Kaffee habe ich. Wenn man das zu viel nimmt. Ach, wie gesagt, die Zeit, die wir jetzt hier vergeudet haben mit Sprechen, hätten Sie schon längst jemanden von Ihren Mitarbeitern füllen lassen können, der Ihnen ein Fass bringt. Und wie gesagt, wir befüllen Ihnen das Fass sogar noch. Frei Haus. Aber Sie brauchen immer noch links die Winkelausgleichsmaße. Ohne die Winkelausgleichsmaße schieben Sie bitte nicht mit dem Helikopter ab. Oder Sie lassen das Fass auf der rechten Seite fallen, damit das Gewicht wieder gleich verteilt ist. Nein. Wenn ich das richtig sehe, sitzt der Pilot aber auf der vorderen rechten Seite. Ja, aber ja, ich denke, wie gesagt, so ein Fass hat ein Fassvolumen von etlichen Litern. Die Liter mal X sind gleich 500 Tonnen. Und das müsste ja der Pilot des Helikopters. Wir haben eben erzählt, Sie waren in der Schule. Wollen wir jetzt erzählen, wie man da diesen Inhalt berechnet? Ja, Mathematik habe ich gelernt, aber kein Physik. Ja, wahrscheinlich dreimal Mathe immer noch eins gehabt. Ja, ja. Meine Güte, was habe ich? Ich meine, Sie können ihn ja auch dick machen. Sie haben ja noch Donuts dabei. Ja, aber es ist ja warm und für Donuts habe ich auch nicht mehr. Und ja, messen wir das einfach den Frank Spritzwasser auf die linke Seite. Den nehmen wir jetzt mit, dann ist gut. Herr Platzer, ja, herzlich willkommen bei der versteckten Kamera. Versteckten gleich eine Kamera. Sparwasser mit möchte, dann ja, ansonsten. Warten Sie, ich hätte schon eine dabei. Warten Sie mal. Ja, ja. Haben Sie da meine Unterschrift, dass Sie das dürfen? Ich will da aber nicht kommen. So, unbekannter ET, wer auch immer das hier ist, ich bin dann offline. Das ist Persönlichkeitsrechtsverletzung, das müssen wir gelernt haben. Ein Anwärter ist ET auch schon. Gut, Anwärter, ich bin dann offline. Buddy disconnected from your channel. Ja, sehen Sie. Wo fängt das an? Also dann brauche ich hier mal eine Unterschrift. Hat Unterschrift? Wollen Sie mir geben? Ich brauche von Ihnen eine Unterschrift. Ja, dann unterschreiben Sie mal. Wenn Sie mir dann meine unterschreiben, dann schreibe ich Ihnen Ihre. Ja, so geht das nicht. Doch. Nee. Hätte ich schön noch gebraucht. Nee, ich hoffe nicht, aber ich muss hier gleich eine Zwischen zusammenhauen. Das ist schon mal wieder gegen uns. Ja, dann bleibe ich doch noch da. Was, welches Ticket? Wofür denn ein Ticket? Alter, geh weg. Fehlende Winkelausgleichsmasse auf der linken Seite des Helikopters. Ich gehe jetzt erst, das ist ja, ich beschwache mal jetzt hier die scheiß Heli und fertig. Das fehlende Winkelausgleichsmasse. Steigen ich bin dann jetzt auch wieder weg, ich habe einen Einsatz. Von einer Unterschrift von Ihnen. Das Fehlen der Winkelausgleichsmasse wird auf Altes mit einem Dollar bestraft. Also steigen Sie bitte einmal aus, kriegen ein Ticket von einem Dollar und dann dürfen Sie gerne sich hier abhauen. Bahnflüchtig. Geht gar nicht. Rein hier. Der hasst uns jetzt. Der hasst uns. Nein. Fahrzeug braucht besondere Betreuung. Soll jemand von euch benehmen? Anwärter. Ja, mach ich auch. Bin Herr Spritzwasser.
Nicht egal. Ich muss aber gleich sagen, dass ich auch erstmal was essen machen werde. Also ich werde jetzt immer für eine halbe Stunde offline gehen. Hier was zu mümmeln machen, dass ich auch erstmal halt eben was im Magen habe. Wird mir jetzt das Gelände des ADACs verlassen? Wo ist denn Mantis? Das war fuckig. Ich hab gleich jetzt mit den drüber fliegen ganz schnell. Ja, sie kriegen noch, sie kriegen noch ein paar Warngeld von 1 Dollar, weil sie keine Winkelausgleichsmasse auf der linken Seite haben. Sie sind doch bewusst. Ich werde eine kleine Rechnung stellen für die Arbeitszeit. Oh mein Gott, ich will das fix festnehmen. Easy. So, den Dollar können sie... Easy. Das Fahrzeug wird nun konfisziert. Ah, kalkuliertes Risiko. Meine Frage, was treibt ihr da hinten mit dem Reifenplatz? Ich lasse sie frei, dann haben sie die Möglichkeit, eine Unterschrift auf die Rechnung zu setzen. Wie gesagt, das Nichtbehalten von Winkelausgleichsmasse auf der linken Seite wird dann alles mit einem altes Dollar bestraft. Also ach, daher echt? Müssen okay, sie das bezahlen. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, diese Winkelausgleichsmasse bzw. den Behälter zu beschlagnahmen. Hätte man das helfen sie mir. Was ist denn hier los, Mensch? Was ist denn hier los, Mensch? Der Spritzer war der Macke, der Elmo hat nicht mehr alle... Der Mike, der ist auch bis dumm im Kopf. Der Herr Reifen hatte auf der linken Seite bei dem Helikopter keine Winkelausgleichsmasse, nur auf der rechten Seite. Und wir haben ich gebe keine Winkelausgleichsmasse, ich brauche die Handschellen ab, sonst flippe ich aus. Es gibt Winkelausgleichsmasse. Sie haben auf der rechten Seite auch eine gewisse Winkelausgleichsmasse. Ich gehe einen Schritt zurück und warte ab, ne? Herr Manfred, bleiben Sie hier. Ja. Helfen Sie mir jetzt. Die haben 3 Stunden Arbeitszeit gekostet. Hab ich doch gemacht. 3 Stunden, muss ich? Ja. Ist mir egal, Sie helfen mir jetzt. Wollen Sie ein Taschentuch oder wollen Sie ein Mimimi-Teddy oder ein Taschentuch haben? Hab ich beide Servo. Ja gut. Wir machen es ganz einfach. Wir gehen wieder und Sie machen Ihren Job weiter. Tschüss! Ja, tschüss. Geht nur. Hör mal raus. Ja, geht. Los, bevor geht. Ich mich verlasse, vergesst. Los, husch, husch. Husch, 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 husch. Machen Sie keine Angst. Vergessen Sie den Winkelausgleich mal zunächst mal nicht auf der linken Seite. Ah, also dann tschüss. Aha. Winkelausgleich mal. Dodo. So, Buddy left your channel. He hates me. He hates me. Oh mein Gott.